Meine Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zu unserem Literaturformat Slow Vote. Und ganz besonders begrüße ich heute in unserem Studio Mieze Medusa. Meine Hallo, wenn ich mich gleich zu Wort melden darf. Meine Damen und Herren, Mieze Medusa, niemand heißt Mieze Medusa. Mieze Medusa ist ja auch nicht Mieze Medusa, sondern Doris Mitterbacher. Und im bürgerlichen Namen, und sie ist in Deutschland geboren, sie hat gelebt in Wien und in London und in Innsbruck und in Gallen-Neukirchen. Und gerade Gallen-Neukirchen zeigt ja, dass du, liebe Mieze Medusa, eine wirkliche Weltbürgerin bist und überall zu Hause bist. Und du hast schon Preise gewonnen, unter anderem den FM4-Preis für Muss ja bitte inklusive sein, und zwar in einem geschrieben, und das zeigt, was dein Fach ist. Du bist eine Rapperin, du bist eine, die sich dem Wettbewerb in der Literatur, man könnte auch sagen, ein besonderes Wettlesen, ein bisschen anders als in Klagenfurt, beim Bachmann-Preis stellt, ne, in diesen Poetry-Slams. Und so hast du, glaube ich, auch ein bisschen auch einen Bezug bekommen zu Bruck an der Mur über unsere Frauenreferentin hier, Silke Reit-Bauer-Rieger, die ja auch sehr viel für die Literatur und die Kultur macht, hier auch die Bibliothek leitet. Und nicht nur deshalb bist du hier, ne, sondern wegen deiner großartigen Literatur. Du hast schon einige Romane vorgelegt mit interessanten Titeln, nicht? Feinschnorcheln. Zum Beispiel heißt ein solcher Roman. Und heute hast du dein neuestes Werk hierher mitgebracht. Ist schon, wie lange am Markt? Glaube ich, 2 Jahre? Eineinhalb Jahre. Eineinhalb Jahre. Ein bisschen mehr sein. Ja, und genau. Ja. Zwar heißt das Du bist dran, meine Damen und Herren, Du bist dran von Mieze Medusa. Und da geht es um drei Menschen, die höchst unterschiedlich sind, aber nicht auf die Butterseite gefallen sind. Da ist zum einen die junge Lady, 18 Jahre, Agnesia heißt sie. Du beschreibst sie als Wiener Mädel, da müssen wir dann später noch auf diesen Ausdruck zurückkommen. Sie ist eine Schulabbrecherin und sie hat Migrationshintergrund. Und dann gibt es den mittelständigen, also Mittelalter-Typen, ein Computer-Nerd, ein Computer-Freak. Das ist der Eduard, der da ein bisschen auch Probleme kriegt mit der Political Correctness, ein bisschen so stalkend unterwegs ist im Internet. Und schließlich auch die Felicitas. Die Felicitas ist eine Feministin, sie ist 69 Jahre alt, also schon ein bisschen fortgeschritten, aber sie ist noch immer eine richtige Rebellin und eine Revolutionärin. Und sie ist, und das gefällt mir sehr gut, wegen der Liebe in die tiefe Provinz gekommen. Ja, schlussendlich finden auch die heißen Töpfe der Revolution ihren Deckel. Und das gibt eine wunderbare Mischung für eine wunderbare Geschichte. Nur aus der Kritik vielleicht eine Bemerkung, was man da über dich sagt. Da sagt man, du hast einen Stil, der ist brutal, aber dieser Stil bringt enorm liebevoll und empathisch zum Ausdruck, wie es den Verliererinnen und Verlierern in diesem Lande so geht. Und schlussendlich sind sie vielleicht gar nicht die Verliererinnen und die Verlierer. Damit bin ich schon am Ende, liebe Doris, muss ich sagen, oder Mieze, wie hättest du es denn lieber? Ich höre auf beides. Mieze gefällt mir besser. Also liebe Mieze, wie ist das? Ich glaube, sie sehen sich nicht als Verliererinnen, ich glaube, sie sehen sich als ganz normal und sie sind es auch. Allerdings braucht es gar nicht viel, wenn man nicht gesellschaftlichen Rückenwind hat, braucht es gar nicht viel, um dann auch ein bisschen abgehängt zu sein. Erstens mal danke für die Einladung, ich freue mich voll, danke für die schönen Worte auch und wirklich danke auch für die Erwähnung von Bruck an der Mur. Es war eine Lesung in der Bibliothek mit Du bist dran, die wahnsinnig viel Freude gemacht hat, und ich möchte ganz kurz Name-Dropping machen. Ich habe auch deswegen eine Verbindung zu Bruck an der Mur, weil der in Leoben eigentlich gewesen seiende Günter G. Windisch auch sehr viel Connections zu Bruck gehabt hat, und deswegen gibt es hier auch den Poetry Slam. Und
bei der Lesung in Bruck bin ich auf ihn angeredet worden. Ist jemand hergekommen und gemeint, na, kennst du den Chief noch? Und ich war so, na, freilich, ja, freilich. Und das war ein toller Mensch. Gut. Und eben, also es, der Roman handelt ein bisschen von den Bewegungen zwischen Stadt und Land. Wir erzählen in Österreich in der Literatur ganz oft die Geschichte, dass Leute aus der Provinz in die Stadt ziehen. Und mich hat auch beschäftigt, wie ist denn die Gegenbewegung? Wie ist für eine junge Wienerin das, wenn man mal den Koffer packt, um Geld zu verdienen und aufs Land geht. Und ähnlich bei Felicitas, die allerdings natürlich 69 Jahre schon viel von der Welt gesehen hat und schon weiß, worauf sie sich einlässt. Und der Ort, an den sie ziehen, heißt Bruck an der Laa. Ich habe das erfunden, aber es ist schon verortbar. Es ist schon eine Gegend, wahrscheinlich das Waldviertel, mit viel Grün und langen Wegen und ein paar Häusern eingesprenkelt. Und mir hat das Freude gemacht, mir das zu überlegen, diese drei Figuren, wie die zueinander stehen. Es war mir auch wichtig, die drei Generationen unterschiedlich aufzufalten, weil, und das ist ein bisschen die Grundidee vom Roman gewesen, meine Generation, ich bin ungefähr so alt wie Eduard, allerdings deutlich gesetzestreuer, also ich breche nicht in andere Computer ein. Meine Generation war dabei, als das Internet ein Alltagsgegenstand geworden ist und das ändert einfach was. Es ändert etwas, wie wir Distanzen sehen, es ändert etwas, wie wir uns organisieren, und deswegen ist eben eine Figur älter, eine Figur ganz jung und eine ist mittendrin. Das war ein bisschen meine Idee. Ja, die Idee war sehr, sehr gut und ist auch wunderbar in der Öffentlichkeit angenommen worden. Und man bescheinigt dir, und auch das habe ich wirklich herausgelesen und hat mir große Freude gemacht, auch viel Witz und Humor, aber auf das Wiener Mädel möchte ich jetzt noch zurückkommen, weil das Wiener Mädel, das ist ja so das Klischee, also diese Agnesia, ja, das ist das süße Wiener Mädel, nicht? Die Vorstadtmädeln, und das hast du vielleicht ironisch gemeint oder in der Beschreibung, aber vielleicht ist es ja auch so gemeint, dass das typische Wiener Mädel ein Mädel ist, das der arbeitenden Klasse angehört, außer dem, was sie verdienen kann, eigentlich wenig hat und in ihrem Stammbaum sehr, sehr viele ethnische Zugehörigkeiten hat. Und dass vor allem Wien und auch Österreich so ein kleines Potpourri ist, so ein bisschen auch ein Melting Pot. Und wenn man dann die anderen beiden dazu nimmt, dann gibt es eine wunderschöne Mischung, weil sie sich selbst, so mein Eindruck von diesem Buch, weiterhelfen und auch gewisse Dünkel, die jeder hat, ja, vor allem auch jene, die es nicht leicht haben, weil man die braucht, auch als Abwehr, vielleicht auch Lebenslügen, gemeinsam abbauen kann und bewältigen kann. Das hätte ich jedenfalls aus dem Buch herausgelesen. Ich wehre mich nicht gegen diese Interpretation. Natürlich, in Wien war das immer schon so, dass nicht so klar zu sagen ist, wer woher kommt. Und das ist definitiv eine Stärke von Wien. Und das mit den Wiener Mädeln, klar, das sind ja durchaus gewitzte, naja, nennen wir sie mal Nebenfiguren in der Literaturgeschichte, die aber in meiner Version oder in meiner Lesart ein bisschen gemein haben, dass sie ein bisschen auf sich selber gestellt sind. Und das ist bei Agnesia auf jeden Fall so. Sie hat Familie, sie lebt ja auch bei ihrer Familie, aber es ist eine Patchwork-Situation und sie ist nicht, wie soll ich sagen, sie ist nicht überfördert. Also es wird gerne auf ihre Hilfe zurückgegriffen, aber es wird in der Familie nicht sehr darüber nachgedacht, was sie eigentlich braucht, um ein eigenständiges, erfolgreiches Leben zu haben. Das ist jetzt keine schlimme Situation. Es gibt sicherlich Herkünften, die härter sind und aber es ist kein Boost. Und die Idee hat mir eben gefallen, sich zu überlegen, was macht dieses Mädchen dann? Und in Wien hätte sie sicherlich auch Möglichkeiten gefunden, aber mir hat tatsächlich auch gefallen, genau diesen Typ Wiener Mädel aufs Land zu schicken und zu sagen, lernen wir uns kennen. Ja, der Witz ist mir wichtig. Es freut mich, wenn das ankommt. Ich habe ja auch dann das Vergnügen gehabt, obwohl das Buch ja mitten im Lockdown rausgekommen ist und die ersten Lesungen alle in die Kamera waren. Man hat sich ein bisschen dran gewöhnt. Aber ich habe dann das große Glück gehabt, dass ich noch viele Lesungen mit Publikum gehabt habe. Und das ist dann schon erleichternd, wenn man merkt, dass die Sätze, die man selber wo ich mir überlegt habe, das könnte doch ganz lustig sein, dass die tatsächlich auch dann sich übertragen und gelacht wird. Mich freut das. Und es ist auch wahr, dass man
wenn man nicht ganz auf den Humor vergisst, einfach auch Sachen ansprechen kann, die sonst gar nicht so einfach sind. Also das ist, ja, weil es wird gestalkt im Roman. Das ist tatsächlich nicht okay, was Eduard macht, obwohl ich den ja auch mag. Ja? Also der ist halt, aber ich meine, was der Roman eigentlich will, also es hat ja ein Roman hat ja nicht das Ziel, dass man etwas lernt und dass man, doch, Entschuldigung, da habe ich mich jetzt verrannt. Natürlich hat ein Roman das Ziel, dass man etwas lernt, aber es ist kein Sachbuch und es ist keine Lebenshilfe oder so. Aber einen Rat, den man wirklich mitnehmen kann, ist, dass man Backups machen soll beim Computer und vielleicht gelegentlich die Kamera verkleben. Und ich hatte das Glück, dass mich ein paar Leute ja auch getaggt haben und im Internet Feedback gegeben haben oder Mails geschrieben haben. Und eins meiner Lieblingsfeedbacks war eine junge Frau, die auf Instagram gepostet hat, oh, ich lese gerade den neuen Roman von Mieze Medusa, ganz toll, aber ich habe ihn gerade weggelegt, ich muss ganz dringend ein Backup machen. Es geht, ich muss jetzt sofort ein Backup machen und das ist gut. Machen Sie Backups, sichern Sie Ihre Daten. Sehr schön. Liebe Mieze, deine Projekte verbindest du mit Musik, vielfach auch mit Musik. Mhm. Ich glaube, dass das, was du machst, also diese Sprache ist ja fast rappig. Wie weit gelingt es dir, in die Literatur die Musik einzubinden? Wie wichtig ist die Musik? Auch in deinen vielfachen Projekten. Ich weiß, du bist viel unterwegs in Wien, machst sehr viel, auch mit Ilja Trojanow in der Alten Schmiede, im Odeon oder auch hier, ne, im Bruck an der Mur, wir haben es schon erwähnt. Welche Rolle spielt die Musik? Ganz kurz, on air, blinkt schon. Eine riesengroße Rolle und es ist eine beste Schlussfrage, denn der neue Roman, der im Herbst rauskommt, auch wieder im Residenzverlag, der, was über Frauen geredet wird, heißen wird, wird eine Rapperin in einer Nebenfigur haben und da wird dann nochmal ein bisschen mehr der Rhythmus der Sprache und abgetastet werden und so weiter. Mir ist wichtig. Meine Damen und Herren, hat sehr, sehr viel Rhythmus, dieser Roman, sehr, sehr lesenswert, Mieze Medusa. Du bist dran. Dankeschön, dass du da warst. Ja, danke für liebe die Einladung. Liebe Doris, liebe Mieze, war ein sehr schönes Gespräch. Danke sehr. Danke.